Die Digitalisierung bietet eine Riesenchance für die deutsche Wirtschaft. Wir sind international sehr erfolgreich, wir sind Exportweltmeister, wir haben gute innovative Produkte und nun geht es darum, die Geschäftsmodelle von heute in die digitale Welt zu übertragen. Also mit IT, mit digitalen Lösungen noch mal mehr zum Endkunden hin zu kommen und Geschäftsmodelle zu ändern. Das macht unser Mittelstand, das macht auch die Großindustrie. Hier müssen wir noch besser und noch schneller werden. Und dann haben wir als Land aber auch die allerbesten Chancen, weiterhin unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze zu sichern. Ja, künstliche Intelligenz, Einsatz von Robotern, das sind Schlagworte, die derzeit die Diskussion in den Unternehmen bestimmen. Hier wird sich vieles ändern. Das gibt aber auch Chancen für Deutschland, denn es gibt schon die ersten Unternehmen, die Arbeitsplätze aus Fernost nochmal zurückverlagern nach Deutschland, weil sie sehen, dass einfache Tätigkeiten durch Roboter übernommen werden können, aber dass die Intelligenz, die dahinter steht, hinter der Digitalisierung, nur vor Ort gemacht werden kann, sodass es unterm Strich für den Standort Deutschland eine positive Entwicklung sein kann, wenn wir die Menschen qualifizieren, wenn wir auf die neuen Geschäftsmodelle setzen. Und das ist Aufgabe der Unternehmen und der Politik zusammen. Es ist so, dass wir durch soziale Netzwerke so leicht wie noch nie am politischen Diskurs teilnehmen können, diskutieren können. Der einzelne Bürger kann mit dem Entscheidungsträger in Kontakt kommen, Politiker können sich so leicht wie noch nie an Bürger wenden. Das ist gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch Hassrede, dass Beleidigungen, Verleumdungen oder auch Falschnachrichten sich genauso viral verbreiten. Und hier ist es wichtig, dass die sozialen Netzwerke, die Plattformen ihrer Verantwortung gerecht werden und dann, wenn es Falschmeldungen gibt, auch einschreiten, aktiv werden und auch dem Einzelnen, der etwa von einer Falschmeldung oder einer Hassrede betroffen ist, auch schnell zu ihrem Recht verhelfen.